Hallo und willkommen zum nächsten Teil Schwangerschaft, Embryologie. Wir werden uns die Pränataldiagnostik anschauen und die Veränderungen, die im Herz- und Kreislaufsystem sowie der Atmung des Embryos bzw. Fötus nach und nach finden. Die Pränataldiagnostik, also vor der Geburt. Es geht um die Gewinnung und Untersuchung fetaler Zellen. Man will feststellen, ob es genetische oder biochemische Schäden gibt. Zwei Möglichkeiten, wie die Zellen gewonnen werden können. Das eine ist die Amniozentese. Es wird die Fruchtblase punktiert mittels Ultraschall, was wir hier sehen. Und dann wird mit einer Hohlnadel Fruchtwasser zur Untersuchung gezogen. Das Ganze passiert in der Regel in der 15. bis 16. Woche. Eine andere Möglichkeit, die Chorionzottenbiopsie. Diese erfolgt ein bisschen früher, 11. und 12. Schwangerschaft und ist mit weniger Risiken verbunden. Kindliche Zellen werden aus der Plazenta gewonnen. Das heißt, hier werden Zellen der Zottenhaut untersucht. Auch hier, das Ganze passiert unter Kontrolle mittels Ultraschall. Die Jungs, die Männer, sind vom Karyotyp 46 Chromosomen XY, gesunde Frauen vom Karyotyp 46 Chromosomen XX. Störungen der Gametogenese, also Störung der Entwicklung der männlichen oder weiblichen Keimzellen. Das heißt, hier findet die Störung schon vor der Konzeption statt. Ein Begriff, die Chromosomenaberration. Eine Aberration ist die Abweichung vom Normalzustand. Hier sind die Chromosomen strukturell verändert oder in der Chromosomenzahl. Eine Keimzelle kann also zu wenig oder zu viel Chromosomen enthalten. Dann haben wir eine numerische Aberration. Das Ganze kann passieren durch eine Non-Disjunktion in der Meiose, also eine nicht Trennung der homologen Chromosomen in der Meiose 1 oder eine Nichttrennung der Schwesterchromatiden in der Meiose 2. Wir haben eine Aneuploidie, also eine nicht gut gestaltete Chromosomenanzahl. Zu viel wäre ein Beispiel die Trisomie, zu wenig die Monosomie. Drei Möglichkeiten schauen wir uns kurz an. Das erste, das Turner-Syndrom. Wir haben den weiblichen Karyotyp mit einer Monosomie X. Das heißt, wir haben nur ein X und insgesamt 45 Chromosomen. Folge, es fehlen funktionelle Eierstöcke. Es kommt zur Fehlbildung innerer Organe. Zweite Möglichkeit, das Down-Syndrom. Früher hat man den Begriff Mongolismus benutzt, Mongoloid. Sollte man heute nicht mehr machen. Andere Bezeichnung, die Trisomie 21. Das heißt, wir haben eine dreifache Anlage des Chromosoms 21. Wir haben folglich 47 Chromosomen plus 21. Das Risiko steigt bei älteren Frauen ab 35, ab 40 noch stärker. Die Ursache liegt meistens beim Ei, aber nicht immer. Pro Monat springt ein Ei und wenn dieses gerade anormal ist, verändert ist, kommt es zu den entsprechenden Störungen. Bei den Spermien des Mannes ist es so, dass hier Millionen von Spermien frei werden und nur der schnellste, der gesündeste letztlich dann das Ei erreicht. Die Spermien werden auch immer frisch produziert. Die Eier sind in der Regel immer schon älter und könnten dann geschädigt worden sein durch Strahlung beispielsweise. Zu den Symptomen des Down-Syndroms. Es kann zu körperlichen und geistigen Entwicklungsstörungen kommen, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Das Gesicht ist eher flach, die Außenseiten der Augen stehen schräg nach oben, die Ohren meistens klein, die Hände breit. Die Kinder wachsen langsamer und werden auch nicht so groß. Oft besteht Hörverlust, die Muskulatur ist ungewöhnlich schlaff, die Kinder lernen langsamer das Laufen. Es können Herzfehler und Sehstörungen bestehen. Beim Mann sind die Genitalien unterentwickelt. Es besteht Immunschwäche.
Der Intelligenzquotient ist vermindert, die Lebenserwartung ist geringer und Demenz tritt schon relativ früh auf. Dritte Möglichkeit, das Klinefelter-Syndrom. Wir haben den Karyotyp 47 Chromosomen XXY. Das heißt, wir haben eine Chromosomenstörung im männlichen Geschlecht. Folge ein Hypogonadismus, Unfruchtbarkeit, kleine Hoden, Symptome des androgenen Mangels, also eine spärliche Behaarung, mangelnde Libido, erektile Dysfunktion. Es gibt Schwierigkeiten, sich auszudrücken, Schwierigkeiten beim Lernen, Schwierigkeiten bei der Sozialisierung. Komorbiditäten, Gynäkomastie, Thrombosen können auftreten, Osteoporose verstärkt, metabolisches Syndrom, also Diabetes dann die Folge, oder auch Epilepsie. Therapeutische Maßnahme, androgenen Mangel, versucht man zu beheben durch die Gabe von Testosteron. Kurze Anmerkungen zur Zwittrigkeit, zum Hermaphroditismus. Hier stecken zwei Namen letztlich drin, Hermes und Aphrodite. Wir haben Individuen, die doppelgeschlechtlich sind. Das heißt, wir haben männliche und weibliche Geschlechtsausprägungen vorliegen. Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Keimzellen, die sich bilden können. Das heißt, wir haben Ovar- und Hodengewebe. Folge, es werden Östrogene und Androgene produziert. Schauen wir uns nun die Atemwege an und auch die Herz-Kreislauf-Situation des Embryos, des Fötus und wie sich das bei der Geburt verändert. Das Kind atmet ja noch nicht im Bauch der Mutter. Das heißt, es erhält über die Plazenta und über die Nabelschnur von der Mutter Sauerstoff, Nährstoffe. Es wird letztlich beatmet von der Mutter. Der Fötus führt jedoch schon im Mutterleib in seiner Lunge, mit seiner Lunge Atembewegungen durch. Er übt für die Zeit nach der Geburt. Im Mutterleib ist die Lunge des Kindes vollständig gefüllt mit der Amnionflüssigkeit. Die Lunge selbst produziert einen Teil davon. Ab dem fünften Schwangerschaftsmonat trinkt der Fötus pro Tag etwa 400 Milliliter des Fruchtwassers. Diese müssen ersetzt werden, das heißt, die Bildung muss mit der Resorption im Gleichgewicht stehen. Die aufgenommene Flüssigkeit wird über den kindlichen Darm resorbiert und gelangt dann über die Plazenta letztlich in den mütterlichen Kreislauf. Was nicht resorbiert wird, beispielsweise Lanugo-Haare, Hautzellen, Körpersekrete, reichern sich im Darm an und bildet dann das Kindspech, das Meconium. Schwärzlich-grünlich, klebrig, zäh. Das ist der erste Stuhl, der nach der Geburt dann bis zum vierten Tag normalerweise ausgeschieden wird. Nehmen die Nieren des Embryos ihre Funktion auf, das verschluckte Fruchtwasser wird dann über die Harnwege als Urin ausgeschieden. In der 24. Entwicklungswoche beginnt die Surfaktantbildung in der Lunge durch Cortisol. Kurz vor der Geburt wird die Flüssigkeit in der Lunge nach und nach resorbiert und der Rest wird dann abgehustet direkt nach der Geburt. Das heißt, das Baby tut seinen ersten Atemzug, die Lungenflüssigkeit läuft dann aus Mund und Nase, deshalb wird der Kopf nach unten gehalten. Die Lunge entwickelt sich voll jedoch erst in den ersten Lebensjahren, das heißt, sie reift aus. Eine wichtige Substanz in der Lunge, Surfaktant, also oberflächenaktive Substanz, produziert von den Pneumozyten Typ 2. Surfaktant besteht aus Phospholipiden, Cholesterinestern und Proteinen. Oberflächenaktiv, das heißt, es wird verhindert, dass die Alveolen zusammenschnurren. Außerdem hilft die Substanz bei der Reinigung der Alveolen. Ohne die Substanz würden die Alveolen kollabieren aufgrund der hohen Oberflächenspannung. Die Atmung wäre extrem erschwert. In kleineren Alveolen ist die Konzentration erhöht. Das heißt, hier wird die Oberflächenspannung stärker reduziert als in den großen. Entfaltet sich die Alveole, vergrößert sich die Oberfläche, die Konzentration an Surfaktant sinkt. Das heißt, die Oberflächenspannung nimmt wieder zu.
Folge, praktisch alle Alveolen werden auf die gleiche Größe eingestellt, expandieren gleich. Normalerweise sollten nach dem Laplace-Gesetz die kleineren Alveolen noch schneller kollabieren. Das merkt man, wenn man einen Luftballon aufblasen will. Am Anfang ist das am schwersten. Der Fakten gleicht folglich die Druckverhältnisse an. Die Alveole schnurrt zusammen, Folge eine höhere Konzentration an Surfaktant. Damit wird die Oberflächenspannung stärker gesenkt und es wird verhindert, dass sich die Alveole noch mehr zusammenzieht. Folge nochmal, die Alveolen werden in etwa gleich groß gehalten. Die Bildung von Surfaktant erfolgt ab der 24. Schwangerschaftswoche. Bis zur 34. besteht jedoch ein mehr oder weniger großer Mangel an Surfaktant. Das kann bei Frühgeburten zu dem Atemnotsyndrom führen. Das RDS-Atemnotsyndrom des Frühgeborenen durch Surfaktantmangel. Es kommt zu lebensbedrohlicher Atemnot. Es muss Sauerstoff zugeführt werden, gegebenenfalls beatmet werden. Deshalb versucht man vor der Geburt durch Cortison, Glukokortikoidgabe, die Surfaktantbildung zu fördern. Nach der Geburt kann Surfaktant über einen Tubus in die Luftröhre appliziert werden. Mittel der zweiten Wahl ist das Ambroxol, das fördert die Surfaktantbildung. Dass das Kind nach der Geburt anfängt zu atmen, hat zwei wichtige Ursachen. Zum einen der Sauerstoffmangel, der entsteht im Kind, wenn die Trennung vom mütterlichen Kreislauf erfolgt ist. Es kommt dadurch zu einem massiven Atemanreiz. Der zweite Grund, die niedrigere Temperatur außerhalb der Gebärmutter. Dies löst einen Atemreflex aus, soll das heißen. Kommen wir nun zum fetalen Kreislauf. Die Lunge des Kindes bekommt noch keinen Sauerstoff zugeführt. Das heißt, die Lunge hat praktisch noch keine Funktion. Das hat Folgen für das Kreislaufsystem, das Herz-Kreislauf-System. Das Kind wird ernährt über die Plazenta und die Nabelgefäße. Wir haben Nabelarterien, diese führen sauerstoffarmes Blut zur Plazenta. Hier wird das Blut beladen mit Sauerstoff und über die Nabelvene wieder in den fetalen Organismus hineingeführt. Das heißt, die Nabelvene ist sauerstoffreich. Hier werden dann auch die Nährstoffe mitgeliefert. Erste Besonderheit, wir haben den Ductus venosum, einen fetalen Kurzschluss zwischen der Nabelvene und der unteren Hohlvene, die von hier unten nach oben kommt. Das heißt, der Großteil des Blutes wird an der Leber vorbeigeführt. Das sauerstoffreiche Blut gelangt in das rechte Herz, in den rechten Vorhof und geht, jetzt die zweite Besonderheit, durch das Foramen ovale direkt in das linke Herz, in den linken Vorhof. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Rechts-Links-Shunt. Ein Shunt ist ein Kurzschluss. Der Sinn, der Lungenkreislauf wird umgangen. Die Lunge, wie gesagt, funktioniert ja noch nicht. Das heißt, sie erfüllt ihre Aufgabe noch nicht, die spätere Aufgabe, das Blut mit Sauerstoff zu beladen. Deshalb ist es wichtig, dass das sauerstoffreiche Blut möglichst schnell, ohne viele Umwege, ins System gelangt. Aus dem linken Vorhof gelangt das Blut, das sauerstoffreiche, in die linke Kammer und von da aus dann in die Aorta. Und jetzt kommt die nächste Besonderheit, der Ductus Botalli, Ductus Arteriosus Botalli, eine Verbindung der Aorta mit der Lungenschlagader. Von hier oben fehlt noch die obere Hohlvene und hier die untere Hohlvene. Diese bringen natürlich dann auch Blut in den rechten Vorhof. Das Ganze nochmal im Text. Also wichtig ist, dass Lunge und Leber größtenteils umgangen werden, damit das System möglichst rasch auf möglichst kurzen Wegen das sauerstoffhaltige Blut aus der Plazenta erhält.
So, aus den inneren Beckenarterien gelangt sauerstoffarmes Blut in die Nabelarterien. Diese führen zur Plazenta. Dort wird das Blut mit Sauerstoff beladen und auch mit Nährstoffen. Die Nabelvene führt dann das sauerstoffangereicherte Blut zurück ins System. Das Ganze an der Leber vorbei, durch den Ductus venosum, direkt in die untere Hohlvene. Das Ganze führt dann zum rechten Herzen, und zwar zum rechten Vorhof. Normalerweise gelangt das Blut später aus dem rechten Vorhof in die rechte Kammer und wird dann in die Lunge gepumpt über die Pulmonalarterie. Die Lunge funktioniert jedoch noch nicht. Die Lunge atmet noch keinen Sauerstoff. Folge: In der Lunge kommt es zur Vasokonstriktion durch den Sauerstoffmangel in der Lunge. Die Lungendurchblutung wird reduziert. Dadurch würde das rechte Herz stark belastet. Der Druck im rechten Herz wäre groß. Durch diesen relativ hohen Druck im rechten Herz, die Lunge ist noch nicht entfaltet und setzt dem Blut einen hohen Widerstand entgegen, könnte es auf Dauer dann auch zu einer Überlastung des Herzens kommen. Jetzt nochmal die Besonderheiten: Das Foramen ovale im Vorhof septum, also eine Öffnung in der Scheidewand des Vorhofs. Das Blut gelangt direkt vom rechten Vorhof in den linken Vorhof, dann in die linke Kammer und wird in die Aorta gepumpt. Damit wird insbesondere der Kopf mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Wir haben einen Rechts-Links-Shunt, also einen Kurzschluss, eine Querverbindung. Circa 70% des Blutes gelangen so aus dem rechten Vorhof in den linken Vorhof, linke Kammer und dann in die Aorta. Die restlichen 30% gehen in die rechte Kammer und von dort dann in die Lungenarterie und in die Lunge. Oder dann über den Ductus Botalli auch nochmal in die Aorta. Der Druck in der Aorta ist intrauterin kleiner als der in der Lungenarterie. Was passiert jetzt mit dem ersten Atemzug? Mit dem ersten Atemzug kommt es zur Druckumkehr. Die Öffnung, das Foramen ovale in der Scheidewand geht zu. Das heißt, jetzt fließt das Blut durch die Lungen. Die Lungenvenen bringen dem linken Herzen mehr Blut, das mit Sauerstoff beladen ist, und der Druck im linken Vorhof steigt. Zweite Veränderung beim Ductus arteriosus Botalli. Der Ductus arteriosus ist ja die Verbindung zwischen der Lungenschlagader, also aus der linken Kammer, und der Körperschlagader, der Aorta. Durch den Ductus Botalli wird das Blut aus der rechten Herzkammer unter Umgehung der Lunge teilweise in die Aorta, in die Körperschlagader gepumpt. Also letztlich fließt nur ein kleiner Teil des Blutes in die Lunge, aber diese muss ja auch mit Sauerstoff versorgt werden, auch wenn sie noch nicht funktioniert. Normalerweise verschließt sich der Ductus Botalli innerhalb von Stunden bis Tagen nach der Geburt. Ein Problem ist, wenn dieser Verschluss nicht erfolgt. Also wenn der Ductus arteriosus persistiert, fortbesteht. Das ist kein Herzfehler, sondern ein Gefäßfehler. Folge: Es kommt beim persistierenden Ductus Botalli zu einem Links-Rechts-Shunt. Es kehren sich ja die Druckverhältnisse um. Hier die passende Abbildung zu den Veränderungen. Die Nabelschnur wird durchtrennt. Damit fällt die Versorgung des Kindes mit Sauerstoff durch die Mutter weg. Das heißt, der plazentare Kreislauf wird eliminiert bei der Abnabelung. Folgen: Was passiert? Der Ductus venosum bildet sich zurück, wird zum Ligamentum venosum. Es schließt sich das Foramen ovale. Und der Ductus arteriosus Botalli wird verschlossen. Dieser wird zum Ligamentum arteriosum. Postnatal, also nach der Geburt.
Die Plazenta kann keinen Sauerstoff mehr liefern. Folge: der Kohlendioxidpartialdruck steigt. Das löst einen massiven Atemreiz aus. Das Fruchtwasser wird aus der Lunge gestoßen. Der Säugling schreit und atmet dann zum ersten Mal. Die Alveolen werden jetzt mit Sauerstoff versorgt. Folge: die Gefäße in der Lunge werden weitgestellt. Es besteht keine hypoxische Vasokonstriktion mehr. Also ein Zusammenziehen der Gefäße durch den Sauerstoffmangel besteht nicht mehr. Folge: der Druck im rechten Herzen sinkt. Der Druck im linken Herzen wird jedoch größer. Das Foramen ovale wird in der Folge geschlossen. Es wird zur sogenannten ovalen Grube, Fossa ovalis, eine kleine Eindellung im rechten Vorhof. Es kommt zum Abfall des pulmonalen Gefäßwiderstands durch die Entfaltung der Lunge und dadurch, dass Sauerstoff der Lunge zugeführt wird. Folge: es kommt zur Umkehrung des Rechts-Links-Schands im Herzen zu einem Links-Rechts-Schand. Dadurch wird, wie gesagt, das Foramen ovale geschlossen. Die Wandlappen des Foramen ovale werden zusammengepresst. Im Normalfall verwachsen die Wände dann relativ rasch nach der Geburt. Es kann jedoch ein mehr oder weniger kleines oder großes Loch im Herzen zurückbleiben. Dann haben wir ein sogenanntes persistierendes Foramen ovale. Folge kann sein ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Rindel aus dem Bereich der Beinvenen beispielsweise gelangen durch dieses persistierende Foramen ovale ins Gehirn und können dort Gefäße verstopfen. Die Pulmonalarterien bringen mehr Blut aus der rechten Kammer in die Lunge, wo sie mit Sauerstoff beladen wird, also das Blut wird beladen. Und das Blut gelangt dann auch verstärkt über die Pulmonalvenen zum linken Herzen. Folge: die Umkehrung des Schands und der Verschluss des Foramen ovale. Zum Ductus Botalli, hier oben ist ein Schreibfehler. Dieser wird verschlossen. Der Druck im linken Herzen steigt. Das heißt, der Druck in der Aorta ist jetzt größer als der in der Lungenarterie. Folge: es fließt jetzt Blut aus der Aorta durch den Ductus Botalli in die Lungenarterien. Wenn der Ductus Botalli offen bliebe, käme es zu einer Störung des Blutkreislaufs. Sauerstoffreiches Blut gelangt aus der Aorta, aus der linken Herzhälfte, direkt in die venöse Lungenarterie, die aus der rechten Herzhälfte kommt. Normalerweise wird der Ductus verschlossen innerhalb von Stunden, Tagen, spontan. Offen gehalten wurde der Ductus bisher durch vasodilatierende Prostaglandine, das Prostaglandin E2. Nach der Geburt wird der Ductus nicht mehr benötigt, im Gegenteil, er würde ja zu Störungen führen. Folge: der Prostaglandin E2-Spiegel sinkt und damit wird der Ductus verschlossen. Er wandelt sich um zu einem Bindegewebsstamm, dem Ligamentum arteriosum. Jetzt fängt der linke Herzmuskel an zu wachsen. Er wird ja stärker gefördert im Vergleich zum rechten. Er wird dicker. Dazu wird das Herz langsam inotroper, das heißt, es schlägt kräftiger. Das ist anfangs noch nicht der Fall. Deswegen schlägt das Herz eines Säuglings viel schneller als das eines Erwachsenen. Da das Herz anfangs noch nicht so kräftig schlägt, ist auch der Blutdruck niedriger beim Säugling als beim Erwachsenen. Schauen wir uns den persistierenden Ductus arteriosus an. Ist die Öffnung nur klein, die bleibt, merkt man unter Umständen gar nicht viel davon. Bei großer Öffnung kommt es jedoch zu einer verstärkten Durchblutung der Lunge. Das heißt, es kommt zu einer Volumenzunahme im Lungenkreislauf. Also aus der Aorta wird das Blut in den Lungenkreislauf gedrückt zum Teil. Folge: in der Lunge kommt es zu einer pulmonalen Hypertonie, es kommt zu Lungenschäden. Dazu wird das linke Herz stark gefordert, stark belastet. Es kommt zu einer linksventrikulären Dilatation, zu einer Hypertrophie des linken Ventrikels.
Mögliche Folgen können sein Risse in den kleinen Blutgefäßen des Herzens und der Lunge. Kann zu Herzinsuffizienz kommen. Bei einem größeren, persistierenden Ductus arteriosus votali besteht auch ein erhöhtes Risiko für eine Endokarditis. Weitere Folge: Der große Kreislauf, die Peripherie erhält zu wenig Blut. Folge: Der Sympathikus wird aktiviert, der Puls wird schnell. Es kommt zur Kurzatmigkeit, man ist wenig belastbar. Die nicht-steroidalen Analgetika, die COX-Inhibitoren, können den Verschluss des Ductus arteriosus votali medikamentös verursachen. Dies wird therapeutisch genutzt bei einem persistierenden Ductus arteriosus. In der Regel wird Indomitazin bevorzugt. Hier liegen langjährige Erfahrungen vor. Die Gefahr bei allen NSA, bei den nicht-steroidalen Antiphlogistika, bei den COX-Hämmern, eine Verschlechterung der Nierenfunktion, eventuell erhöhte Blutungsgefahr. Ibuprofen ist noch nicht so lange im Einsatz, könnte eventuell Vorteile haben in Bezug auf die Verschlechterung der Nierenfunktion. Wenn in der Endphase der Schwangerschaft ein COX-Hemmer, ein COX-Inhibitor gegeben wird, Beispiel Ibuprofen oder Beispiel Diclofenac oder Beispiel Acetylsalicylsäure, kommt es zu einem vorzeitigen Verschluss des Ductus arteriosus. Der Ductus arteriosus votali wird offen gehalten durch Prostaglandin, Prostaglandin E2. Wenn jetzt ein COX-Hemmer gegeben wird, wird die Prostaglandin-Konzentration reduziert. Folge: Es kommt zur Verengung des Ductus arteriosus votali oder sogar zu einem verfrühten Verschluss. Die Empfindlichkeit steigt ab der 28. Schwangerschaftswoche. Folge: Ab dieser Zeit sollten die COX-Inhibitoren nicht mehr eingesetzt werden. Alternative wäre in dem Fall dann als Schmerzmittel das Paracetamol. Durch den vorzeitigen Verschluss fließt mehr Blut in die noch nicht funktionsfähige Lunge. Es kommt zu einem hohen Blutdruck im Lungenkreislauf. Es können Lungenschäden entstehen. Außerdem kommt es zu Entwicklungsstörungen durch den Sauerstoffmangel. Kurz noch zum Ductus venosus, der an der Leber vorbeiführt. Auch dieser verschließt sich innerhalb weniger Tage und wandelt sich um zum Ligamentum venosum. Ein persistierender Ductus venosus bedeutet, das fortan Blut fließt weiterhin unter Umgehung des Leberkreislaufs dann direkt in die Hohlvene, zumindest zum großen Teil. Folge: Schadstoffe werden resorbiert, aber gelangen nicht mehr in die Leber und können durch nicht mehr unmittelbar entgiftet werden. Das heißt, sie gelangen dann in den Körperkreislauf. Das war der dritte Teil, Schwangerschaft, Embryologie. Wir hatten die Pränataldiagnostik besprochen und uns die Veränderungen im Herz-Kreislauf-System und der Atmung angeschaut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.